Spüre und synchronisiere dich mit den kraftvollen und hochfrequenten Energetiken dieser transformativen Sonnenfinsternis in unserem Quantum Energy Channeling. Hello, my love, und herzlich willkommen beim Live Your Spirit Quantum Energy Channeling. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Silke. Und heute geht es um die Synchronisation mit den großen Kräften der ringförmigen Sonnenfinsternis am 2.10.2024. Bevor wir jetzt einsteigen in diese hochfrequente Meditation und das Channeling, einmal noch ein Hinweis, dass es neue Produkte in unserem Shop gibt. Zum Beispiel die Harmonisierung der verlorene Zwilling oder die Bibliotheken von Sirius. Also, wenn dich das interessiert, schau da gerne in unseren Shop. Den Link findest du unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt in diese intensive Live-Session. Und wenn du magst, kannst du dich jetzt mit mir zusammen verbinden, mit Mutter Erde und dem Quantenfeld der Quelle, um diese Botschaften und Energien noch intensiver wahrnehmen, spüren und vielleicht auch noch leichter in deinem Lichtkörper integrieren zu können. Stell dir dafür einfach vor, wie aus deinen Fußsohlen Lichtstrahlen oder Wurzeln wachsen, tief hinein in Mutter Erde. Und wie du über diese Wurzeln oder Lichtstrahlen die Energie aus Mutter Erde aufnimmst und sie fließen lässt in deine Beine, in dein Becken hinein. Lass die Energie von deinem Becken in deine Wirbelsäule fließen, bis in dein Herz hinein. Atme tief in dein Herz ein und wieder aus. Und spüre in deinem Herzen die tiefe Verbindung zwischen dir und Mutter Erde. Lass die Energie dann weiterfließen von deinem Herz in deinen Hals. Von deinem Hals in deinen Kopf und darüber hinaus in das Quantenfeld der Quelle. Spüre, wie die Energien fließen über deine oberen Chakren aus dem Quantenfeld der Quelle in deinen Lichtkörper. Bis in dein Herz hinein. Atme tief in dein Herz ein und spüre, wie sich in deinem Herzen die irdischen Energien mit den Quellenergien miteinander verbinden, vereinigen und verschmelzen. Und spüre auch, wie sie von dort aus deinen gesamten Lichtkörper erfüllen. Und wenn du magst, kannst du jetzt noch deine Chakren ein bisschen öffnen und weiten und dein Energiefeld ausdehnen. Stell dir dafür einfach vor, wie sich in deinen Chakren Lotusblüten oder andere Blüten befinden, die jetzt langsam ihre Blätter öffnen, behutsam und sanft in deinem eigenen Tempo und Rhythmus kannst du diese Chakra-Blüten öffnen und spüren, wie die Energie des Lichtes und der Liebe, die Energie aus Mutter Erde und aus dem Quantenfeld
der Quelle einfließt auf deine Chakrablüten, die verschiedenen Schichten deiner Chakren, von Chakra zu Chakra, in deine Aura und ihre Schichten, deinen gesamten Lichtkörper, der sich jetzt immer weiter ausdehnt und kilometerweit um dich schwingt, voller Licht und Liebe und sich so ganz automatisch verbindet mit anderen Lichtfeldern auf diesem Planeten und darüber hinaus. Spüre, wie durch diese Verbindung sich deine Lichtenergie potenziert. Und wenn du magst, atme noch einmal tief ein in die dich umgebenden Lichtfelder. Atme Licht in deinen Lichtkörper ein und wieder aus. Mache dich bereit jetzt für die großartigen und kraftvollen hochfrequenten Energetiken zur Sonnenfinsternis, die dein gesamtes Lichtkörpersystem in eine neue Frequenz geleiten kann, sofern du dich für den Transformationsprozess jetzt öffnen möchtest. Spüre, wie dein Körper jetzt in Ruhe und Gelassenheit sich öffnet für diese kraftvollen Energetiken, für die hohen, kristallklaren Frequenzen, für die ganz intensiven, ganz tiefgreifenden Frequenzen, die dein Körper jetzt in neue Sphären, neue Ebenen und Dimensionen beamen kann und gleichzeitig dein Bewusstsein erhöht in einer nie dagewesenen Art und Weise. Atme jetzt tief in deinen Körper ein und wieder aus und spüre, wie du bereit bist, jetzt durch dieses Portal der ringförmigen Sonnenfinsternis zu schreiten und dich auszurichten, dass dein Leben eine komplette Wandlung erfahren wird in die lichtvolle, hochfrequente, tiefgreifende, wechselseitige Energetik der Sonnenenergie und darüber hinaus allem, was für dich strahlend, leuchtend und übergeordnet lichtvoll ist. Spüre jetzt, wie dein Körper sich öffnet für diese Energetiken im Bewusstsein und Vertrauen, dass dir zum höchsten Wohle deines Seins jetzt eine neue Bewusstheit angedeihen lassen wird, so wie es für dich angenehm ist, und du spürst, dass diese Sonnenfinsternis alles wandelt, insbesondere deine Verbindung und deine Beziehung auf neue Art und Weise betrachten lässt. Fühle, wie dein energetischer Körper gereinigt und geklärt wird. Und jetzt alle alten Bande, alle Verstrickungen und Karma-Blockaden, die dein eigenes energetisches Feld und das deiner Ahnen sowie anderer energetischer Felder, mit denen du verbunden bist, jetzt eine tiefgreifende Reinigung und Klärung erfahren wird. Spüre die Kraft der Sonnenfinsternis, die Licht ins Schatten wirft und die Schatten automatisch und tiefgreifend transformiert. Atme hinein in diese große, kraftvolle Energetik und spüre, wie jetzt Wundervolles geschehen kann, wenn du nun ganz bewusst dich darauf fokussierst, dass du loslässt von allen alten Strukturen, allem alten, destruktiven, mangelhaften, allem, was dich hindert, dein gesamtes Potenzial zu entfalten und in deiner gesamten Kraft zu strahlen. Diese Energetik der hohen Frequenzen aus Licht und Liebe fließen jetzt in deinen Körper und du kannst spüren, wie hochfrequente Lichtcodes jetzt deinen Körper aktivieren, auf besondere Art und Weise öffnen, reinigen und klären und du dich nun begibst in die neue Ära, in das neue Zeitalter, welches jetzt auf dich wartet und von dir gestaltet werden möchte, so wie es für dich angenehm ist und dem Wohl des Ganzen dienlich.
Diese kraftvolle Energetik kannst du jetzt tief in dir spüren und die Worte, die gesprochen wurden, in deinem Herzen bewegen. Bist du bereit, jetzt diesen Schritt zu tun? Bist du bereit, dein gesamtes Potenzial zu leben? Bist du bereit, dich in deine gesamte Macht hineinzubegeben, um auf diesem Planeten zum Wohl des Ganzen und durch die Führung deiner Seele jetzt den nächsten Schritt zu gehen und deine gesamte Verantwortung zu übernehmen? Spüre diese Energetik in deinem Feld und fühle, wie dadurch jetzt sich vieles transformiert, was dich zurückgehalten hat, das zu sein, was du bist. Spüre, wie macht- und kraftvoll du bist, wie du lichtvoll schwingst und die Schatten transformiert werden in neue Bewusstheit, in Klarheit, in Reinheit. Fühle, wie dein Herz leichter wird, dein Energiekörper von toxischen Frequenzen geklärt wird und du leicht wirst in der Empfindung deines energetischen Körpers. Spüre, wie Licht, reines, klares Sonnenlicht durch dich fließt. Spüre, wie Quantenquellenergetiken durch deinen Körper fließen und dich multidimensional aktivieren in einer neuen Leichtigkeit und Balance, in einem neuen Urvertrauen, welches jetzt in dieser Sonnenfinsternis aktiviert wird, sofern es für dich dienlich ist. Spüre, wie du voller Hoffnung, Vertrauen, Licht und Liebe schwingst und dich nun ausrichtest darauf, zum höchsten Wohle aller, jetzt die nächsten Schritte zu gehen. Die Schritte, die notwendig sind. Die Schritte, die deine Seele vorgibt, wenn du dich in den Fluss begeben magst. Die Schritte, die für dich aus Liebe zu dir selbst und anderen so wichtig sind zu tun. Kannst du dir selbst jetzt das Recht geben, diese Schritte zu gehen und in dieser Finsternis den großen, kraftvollen Umschwung zu spüren, der dich loslöst aus allen alten Konstrukten und hineinbeamt in die neue Zeit, in das multidimensionale Zeitalter, mit dem du verbunden bist, warst und immer sein wirst. Spüre diese große Kraft jetzt in dir vibrieren, in all deinen Zellen, in deinen Mitochondrien, deinen Aura- und Chakraschichten, in deinen Bewusstseinsschichten, in allen Dimensionen, mit denen du verbunden bist, in allen Zeitlinien, Zeitfenstern, Zeitstrahlen, allen Frequenzen und allen Portalen, mit denen du connected bist, fließt jetzt diese Energetik hochfrequent, die Energetik der Bewusstheit, des Erwachens, der hochfrequenten All-Eins-Einheit. Spür, wie du losgelöst jetzt dich begibst in ein neues Bewusstsein, in dem alles möglich ist und nichts unmöglich. All diese Energetiken und Frequenzen kannst du jetzt tief in dir spüren und fühlen, wie diese Sonnenfinsternis dein Leben tiefgreifend und hochfrequent verändert, von jetzt bis in alle Zeit und Ewigkeit. Und darüber hinaus, so sei es und so ist es. Ja, das waren die intensiven und kraftvollen Energien und Botschaften für diese Sonnenfinsternis. Und ich wünsche mir für dich, dass es dir gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über ein Like bzw. ein liebevolles Kommentar. Teile das Video gerne mit anderen Menschen, für die dies besonders wertvoll sein kann. Und ich wünsche mir, dass wir uns wiedersehen hier auf dem Channel von Live Your Spirit. Eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.